Der Assistenztrainer ist sauer. Ja, und 2 Spieltage vor Ende können wir kleine Entscheidungen ansehen. Köln, Kaiserslautern ist in der Bundesliga schon. Köln, Köln ist noch nicht ganz sicher in der Bundesliga. Da ist die Relegation noch möglich. 2 Spiele trennen uns jetzt noch am Ende. Und wir haben jetzt die letzte Chance. Jetzt sind 2 Chancen, um nicht abzusteigen. Okay, ich bin Meister des exakten Zuspiels. Okay, passen müssen wir jetzt auch ganz schnell richtig gut machen. Scorer-Punkte müssen wir jetzt auch unbedingt noch. Achso. Ja. Okay. Wir müssen jetzt eine super Spielbewertung kriegen. Wir haben jetzt insgesamt 70. Das freut mich, dass wir jetzt hier auch schon in diese Aufnahme eingekriegt. Ah ne, das vorletzte Spiel. 14. Mai und 18. Mai noch 2 Spiele. Wir sind Platz 16. Wir brauchen jetzt einen Sieg. 28. Dann wäre das letzte Spiel das Entscheidende. Große Spannung also. Wirklich jetzt hier gegen Kaiserslautern. Ich steuere das ganze Team. Weil ich jetzt mit dem ganzen Team mal was ich jetzt hier verschiebe will. Und wenn ich wahrscheinlich nur mit meinem, wer weiß, wie es dann enden würde. Deswegen hier heute einmal eine Ausnahme. Das gesamte Team. Sollten wir das letzte Spiel noch spielen, werde ich natürlich das. Nicht mit dem gesamten Team machen. Ich habe mich viel suchen. Und da habe ich schon die erste Torschance. 70, aber dann haben wir jetzt mittlerweile. Das ist geil! Damit können wir uns auch schon mal vermerken. Das war ein schlecht geschossener Freistoß. Ich werde das letzte Spiel aber gleich erst aufnehmen. Ich gehe mal vorher kurz weg. Ich werde dann wiederkommen und das Spiel dann aufnehmen. Und wahrscheinlich noch etwas weiter. Wir sind voraus, aber montags und mittwochs immer um 15. Um 15 ist es. Von 17 Uhr kommt FIFA. Wie a Pro. Kann ich euch jetzt schon mal sagen. Das krass ist ja, jetzt kann ich meine Noten gar nicht. An der Seite so einziehen. Da haben wir ein Spiel zu sehen. Und wir leider wieder ein gutes Spiel gemacht. Nein, ich hab's jetzt gesagt, ein bisschen mehr. Okay, kann man so oder so sehen. Jetzt habe ich einen Fehlpass. Okay.
gekriegt. So, aber bis jetzt wenigstens noch kein Gegentor. Aber auf jeden Fall auch kein Unentschieden spielen. Weil das würde es dann für das letzte Spiel zu spannend machen. Und wie gesagt, wir haben jetzt schon lange keinen Sieg mehr. Und das wäre es gewesen. Wäre hier drin gewesen und kein Abseits. Vor allem, ich habe... Jetzt aber mal. Da ist das Ding. Valentini macht es. Und er schießt uns Richtung Klassenerhalt. Der Klassenerhalt ist wieder sehr nah. Unentschiedenpunkte mit Bielefeld. Das letzte Spiel wird das entscheidende Fragezeichen. Bis jetzt sieht alles wirklich danach aus. Und, nur wenn wir verlieren würden und Berlin, Bielefeld schon vorher spielt und entschied, hätten wir dann sicher, dass wir nicht weiter sind. Sandhausen, die sind nebenbei jetzt wirklich schon ganz abgestiegen. Und da mache ich das Ding. Lange Schuss plus 1. Schusskraft plus 1. Boah, das war ein schönes Ding von mir. So hier. Patz. Kaiserslautern. Der. Oh mein Gott, da sind doch die, die aufsteigen sicher. Das ist der mit 80. Da sind die Mannschaft mit den 80 Punkten. Die Erster sind die vollkommen sicher weiter sind. Die 12 Punkte vor dem Ersten, vor dem Köln. Und wir sind vor dem Dritten. Weiß ich gar nicht, wer das ist. Paderborn, glaube ich. Dabei sind. Und wir ziehen die hier gerade 2-0 ab. Hab ich noch alle nicht. Reichweite. Hauptsache Kaiserslautern jetzt ab. Halten, hier einen Anschlusstreffer zu machen. Weil ich glaube, dann könnten die auch gefährlich werden. Versuchen sie nicht jetzt nochmal hier gefährlich zu werden. Halbzeitführung, wie geil, wie geil, wie geil. So, wunderbare Tore von zwei wunderbaren Spielern. Und beide spielen auf der linken Seite. Der eine als Flügelmann und der andere als der zentrale Mittelfeld. Allerdings zentrale Mittelfeld. Bin ich auch schon wieder am Ball. Kaiserslautern hält mich nicht auf. Das nächste Ding. Gegen Bochum und durfte ich nur eins schießen. Ist schön, dass wir wieder hier so einen komischen Fehler haben. Fehler. Nach 50 Minuten ist Fußball. In Aalen. In der der Fußball in der zweiten Liga für Aalen. Noch möglicher denn je geworden. Eine kluge Entscheidung war das, glaube ich, jetzt von mir. Wirklich zwei Tore. Wir haben bestimmt eine klasse Bewertung. Können wir mal kurz gucken. 9,0 haben wir zurzeit. Also wenn das jetzt nicht, falls ich das nächste Spiel nicht spiele, nicht helfen sollte. Wenigstens bei den Primärzielen im Soll zu sein.
dann war sie auch nicht die Passkugel. Sollte eigentlich auch nicht so schlecht sein in diesem Spiel. Kann ich das einsehen? Boah, bester Spieler bis jetzt auf dem Platz. Erfolgreich besser. 6 von 8. Das sollte doch recht gut da ausschauen. Wir müssen ja von mindestens irgendwie 75% schaffen. Das. 75%. Die sind. Zumindest in dem Spiel echt gut erreicht. Jetzt könnte ich mehr Pässe spielen. Passquote verbessern. Lauf einer mit. Genau so war das nicht sein. Ja, und der eine, der aufsteigen muss, scheint da wohl leicht verletzt. Orban steht aber schon wieder. Warte, kann ich mich hier auch noch auswechseln? Nein, heißt, wenn der gesamte Spiel ist, kann ich mich nicht auswechseln lassen. Hab ich auch zufällig gefunden. Ich glaube, sobald man auch wenn er sich entscheidet, das zu auswechseln. Ich das nicht mehr natürlich auswählen kann. Zur Auswechslung Lechleiter kommt die jetzt rein. Schade, dass ich die da nicht. Ich glaube, dann wird er mir je dabei das gesamte Team überrascht. Und es gibt Abseits. Ja klar, du warst einfach was. Gar nicht. Schiri. Ist er von der WM 2014 oder was? Oh, Löwe ist im Tor. Nee. Bernhard, nicht dieser Feser Jitsch, wie gegen führt. Sagen Löwe, das ist irgendwie ein Abwehrspieler, Christian Löwe. Also. Valentini! Hört sich italienisch an. Kann man das nachgucken? Nein, können wir nicht. Idrisu bei Kaiserslautern. Jetzt wird es dann nochmal spannend vor unserem Tor. Oh, das wird ja wirklich nochmal jetzt gleich spannend. Oh! Weeds. Also das 3-0, das reicht natürlich vollkommen eigentlich aus. Wieder mal einen Gegner von oben abgezockt. Und die Aktion. Haben. Passquote, sag ich doch. 100% Joe's Zweikampf, 66%. Ball überhaupt.
9,7 Wertung. Ich glaube, das war das beste Spiel von mir jetzt insgesamt. Großartige Wertungspunkte 7. Besser als überhaupt gedacht. Passen noch nicht, aber hier auch 7,2. Dann sind sie jetzt ganz sicher aufgestiegen. Wir stehen am 33. Spieltag vor dem nicht, also Kaiserslautern sicher aufgestiegen, Köln sicher aufgestiegen, Dresden, Düsseldorf in der Relegation ganz sicher. Und wir haben ein ganz, ganz entscheidendes Spiel. Wir können sogar noch auf Platz 13 es schaffen. Ja, wir stehen in der Startaufstellung. Und alle spielen in der 34. Spieltag zusammen. Ja, da spiele ich ja eh nicht, wenn ich. Euroleague-Finale, Wer ist das denn? Sind das Züricher? Ich weiß gar nicht, welches Team das ist, was am Finale gegen Dortmund spielt. Champions League. Oh! Das El Clasico im Finale. Bayern gewinnt 5-0 insgesamt gegen Man City. Ah, dann mal Fans gegen Hamburg. Deutsches Pokalfinale. Leverkusen-Wolfsburg. Ich möchte aber auch die zweite Liga sehen. Die erste Liga sehen, wer da am meisten ist. Schnell auf Deutschland. Whee! Deutschland. Deutscher Meister ist der FC Bayern. Da ist schon die Saison zu Ende. Absteigen tun Braunschweig und Werder Bremen. Oha, die Bayern hat nur eine Niederlage. Voll realistisches Spiel. Okay, Integration ist Berlin. Heißt Berlin gegen Düsseldorf. Aber das sehen wir in einer anderen Folge. Nämlich der nächsten Folge, der letzten Folge der ersten Saison. Haut raus. Peace out.